Karin Eberhardt aus Saarbrücken erzählt in ihren gestickten Werken Geschichten des Unspektakulären. Ob Baumrinden oder Papierschnipsel aus dem Aktenvernichter, viele Materialien des Alltags finden den Weg in die Stickereien der Textilerin. Die Geschlossenheit des Gesamtwerkes und die Sensibilität der Künstlerin im Umgang mit den Materialien sowie die hohe Perfektion ihrer Stickereien haben die Jury des Lotte-Hofmann-Gedächtnispreises für Textilkunst überzeugt, Karin Eberhardt den diesjährigen Preis zuzuerkennen. Der Preis bedeutet mir sehr viel. Das war am Ende meiner Kette von Wünschen und Erfolgen, die ich haben wollte. Das Ende, das habe ich jetzt, aber ich werde trotzdem weiter sticken. Die Ausstellung in der Handwerksform Hannover widmet sich im Herbst 2021 den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des bundesweit einmaligen Wettbewerbs. Es ist ein Preis, den es in dieser Form wirklich nur ein einziges Mal in Deutschland gibt. Gestiftet wurde er von den Schwestern Lotte und Käthe Hofmann aus Karlsruhe mit dem Ziel, die Textilkunst in Deutschland zu fördern. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir diesen tollen Preis mit den tollen Arbeiten zeigen können. Es ist eine spannende Auswahl geworden von Arbeiten, die wirklich vom Bereich der angewandten Kunst bis in die freie Kunst reichen. Und ich kann jeden nur herzlich einladen, kommen Sie vorbei und schauen Sie sich diese einmalige Ausstellung an. Erstmalig wurden in diesem Jahr zwei weitere Künstlerinnen mit einer lobenden Erwähnung bedacht. Eine ist Anja Demuth. Die freischaffende Textilkünstlerin sucht neue experimentelle Wege in der Textilkunst und nutzt moderne Techniken wie Lasercut und 3D-Druck und verbindet das Ganze mit aufwendiger Handarbeit. Die zweite Anerkennung wird an die Textilkünstlerin Johanna Stella Rogalla vergeben. Sie drückt sich in hochkomplexen mehrlagigen Geweben aus. Neben den Arbeiten der Preisträgerin sind in der Ausstellung ausgewählte Arbeiten von 10 weiteren Textilkünstlern und Textilkünstlerinnen zu sehen.